Staufan ist aus meiner Sicht ein Analytiker. Er nutzt vorhandene Formen, Möbel zum Beispiel, zerlegt sie und baut sie wieder mit zusätzlichen Elementen, die er selber entwickelt hat, zusammen. Er gibt ihnen damit nicht eine eigene, eine neue Funktion, aber er macht die Strukturen dessen deutlich, was uns umgibt. Im Grunde genommen kommt es ihm darauf an, das Produkt, das System, die Funktionalität begreifbar zu machen. Fragilität und Stabilität sind ganz wichtige Eigenschaften, die er in seinen Werken untersucht. Diese scheinbaren Abbildungen von Tieren, wie Hasen, sind ja deswegen so interessant, weil sie einerseits eine nahezu realistische Darstellung abgeben und andererseits eine völlig abstrakte Präsentation ergeben. Seine Hasendarstellungen vermitteln auch so eine Stimmung des Fragenden. Es ist ja kein Hase, den wir da sehen, sondern es ist im Grunde genommen eine Verfremdung. Auch hier in gewisser Hinsicht eine analytische Vorgehensweise. Er verwandelt ein Wesen, ein natürliches Wesen, in eine Gestalt, die uns plötzlich fremd erscheint.